So, willkommen zurück zu Super Mario Maker. Ja, im letzten Part haben wir ja ganz schön gestruggelt an den Leveln von Let's Play Markus. Heute wollen wir mal etwas Entspannteres machen. Nämlich diese 10 Mario-Herausforderungen. Da habe ich ein bisschen was gelesen. Da gibt es, ich glaube, 10 Stück von. Ach, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf. Ja, wenn wir das 10 Mal gemacht haben oder so, dann haben wir es wohl durch und bekommen irgendwelche World Championship Level und sowas. Das ist total abgefahren. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal die 10 Mario-Herausforderung. Einmal, vielleicht auch zweimal. Gucken wir mal auf die Uhr dann. Und ja, ganz wichtig, heute Abend Livestream. Also heute Sonntag, 13.09., wenn dieser Part aufgenommen und auch veröffentlicht wird. Heute Abend ab circa 20 Uhr up to date auf Twitter. Ja, werden wir mal ein bisschen spielen und ein bisschen basteln und so, weil nur für die Parts hier die Sachen aufnehmen, nur für die Videos, das ist mir ein bisschen wenig. Ich möchte das Spiel ein bisschen mehr süchteln und natürlich mit euch. Und deswegen streamen wir das heute Abend. Und ja, schaut rein. Gesondertes Video zur Stream-Ankündigung kommt. Und ansonsten auch auf Twitter, da bekommt ihr Bescheid, wenn ich doch ein bisschen später anfange oder vielleicht ein bisschen früher. Und dann wollen wir mal ein Level bauen, vielleicht noch ein bisschen was freischalten und so weiter und so fort. Habe auch schon ein bisschen was freigeschaltet im Baumeister-Modus. Und da wollen wir heute Abend nach Möglichkeit alles freischalten. Ich kann dann auch zeigen, wie es geht, also wie ihr euch das erschummeln könnt sozusagen. Und ja, wir starten einfach mal rein in die 10 Mario-Herausforderungen. Einmal haben wir sie ja schon gespielt. Und ja, 8 Level, 10 Leben. Und das müssen wir ein paar Mal machen, ne? Prinzessin Peach wurde entführt. Wow, das ist ja was völlig Neues. Das ist ja noch nie passiert. Ach, ich war's im Auge. Ich bin auch gerade eben erst aufgestanden, muss ich euch sagen. Ist halt Sonntag, ne? Samstag war lange und ja, da ist man noch nicht so lang wach. Sprießende Goombas. Wir schauen mal. Aber normalerweise sollte mein Mario-Skill ausreichen dafür. Oh, wir sind in. Okay. Die Goombas haben Pflänzchen auf dem Kopf. Das war Grand Supreme. Ja, wir müssen natürlich erst ein bisschen warm werden und so, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Überhaupt kein Stück Sorgen mache ich mir da. Gib mir mal so ein Power-Up. So. Da kriegen wir unsere Leben wieder. Gibt ja maximal 3 Stück pro Level. Die haben wir vorher schon gesammelt, aber ja, wir haben mehr als 3 Leben gesammelt, aber du bekommst halt immer nur 3 Stück pro Level. Und wir bekommen die jetzt hier auch in unseren. Weiter. Wir bekommen die natürlich hier wieder gut geschrieben, also wir haben jetzt wieder 10. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, dass auch wenn wir mal ein bisschen verlieren. Die gefährliche Bohnenstange. Ach du meine. Ah, okay, ich verstehe. Hoch. Verstehe. Prinzip verstanden. Ja, das ist halt eben auch möglich. Also die Möglichkeiten in Mario Maker sind unbegrenzt. Die sind im Prinzip unbegrenzt. Man kann da riesige Level bauen. Ich habe auch schon mal ein bisschen in Livestreams von englischen Streamern reingeschaut und so. Also was da möglich ist, das ist ja total abgefahren. 1.2 Unterwelt Remix. Dann müssen wir hier rein. Ah ja, das kennt man. Da haben wir hier den Pilz. Aber ein Goomba-Pilz, der uns zum Goomba macht. Ja, die kann ich halt leider so gar nicht freispielen, weil ich leider überhaupt keine Amiibos habe. Also es gibt wohl welche, die man ohne Amiibos freischalten kann. Aber die mit Amiibos, die habe ich leider halt gar nicht. Also wenn jemand von euch in meiner Nähe wohnt und ein paar Amiibos hat, würde mich freuen, da ein bisschen was freizuschalten. Das war super. Würde ich mich tatsächlich sehr drüber freuen, aber ja, ich halte die Chancen dafür nicht für besonders hoch, dass da jemand in meiner Nähe wohnt. Genau, hier mussten sie ein bisschen was anders bauen, weil diese Möglichkeit, wie das im Original ist, die gibt es hier halt leider nicht. Gucken wir mal, wie die Warp Zone, ob die Warp Zone vorhanden ist. Natürlich ist die Warp Zone vorhanden. Aber natürlich mit 3 Röhren nur. Die führen wahrscheinlich alle zum gleichen.
Ja, Welt 4. Was bekommen wir hier? Ding Dong. Prinzessin Peach. Guten Tag. Wahrscheinlich gibt es da auch vier verschiedene dann. Ja, wahrscheinlich haben wir da auch vier verschiedene bekommen. Wir können uns das Level im Anschluss ja mal anschauen. Oder kann ich nochmal rein? Ja, ich kann nochmal rein. Dann komme ich hier raus. Ja, okay, dann machen wir das doch so. Wir gucken einfach mal direkt. Vielleicht sehen wir noch ein paar andere Amiibos. Ja, warum denn nicht? Also ein paar andere, wie heißen die? Mystic Mushroom oder so? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir mal, ob wir hier was anderes kriegen. Welt 3. Oh, da kommt ein großer Goomba raus. Na gut. Meinetwegen noch das. Aber ich bin jetzt so neugierig. Wir gucken jetzt natürlich auch noch ins andere rein. Wir gucken natürlich. Natürlich gucken wir da noch rein. Ihr kennt mich doch. Ich bin doch so ein neugieriger Typ. Boing, 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 boing. So, was haben wir hier? Kommen wir in Welt 2 wahrscheinlich. Ja. Die 2. Da kommt auch nur ein Goomba raus. Okay, Prinzessin Peach haben wir da nur in Welt 4. Und ansonsten wären wir wahrscheinlich dann hier rausgekommen, in dem regulären Ausgang. Aber es ist ganz cool, dass man das sehen kann. Also, dass man die anderen Amiibos haben kann, wenn jemand anderes, der das Level erstellt hat, die hat, dann lädt er die mit hoch und ich habe die Möglichkeit, alle zu sehen. Aber benutzen kann ich sie eben leider nur, wenn ich die Amiibos selber habe. Kapitän Maxi Knochentrocken. Super Mario World. Im Ghost Ship mit Effekten und Kram. Das muss ich auch alles noch freischalten. Oh Gott, jetzt haben wir hier Türen. Türenrätsel. Okay, wir fangen hinten an. Ding Dong, war richtig cool. Ein Pilz. Und du bist der Kapitän, oder was? Du bist der Kapitän Knochentrocken. Okay, dich wollen wir leider... Leider wollen wir uns gar nicht mit dir aufhalten. Weil hier schon das Ziel ist. Okay, das ist interessant. Ja, das ist ganz interessant, weil die einzelnen Mario-Spiele haben ja auch ganz eigene Themes, wie zum Beispiel die Luftschiffe in Super Mario Bros. 3, die es in Super Mario Bros. Zum Beispiel gar nicht gab. Und dann wurden da extra die Themes für angelegt und auch manche Gegner und so wurden halt echt angelegt dann für die anderen Versionen. Unter Wasser, ein riesiger Mario. Ein Stern. Nehmen wir. Pilz nehmen wir auch. Ja, die Wolken haben Taucherbrillen an unter Wasser. Das ist auch ziemlich witzig. Ja, hier sind wahrscheinlich nur Münzen drin. Brauchen wir uns gar nicht mit aufhalten. Da haben wir einen Stern. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich eine Münze. Was haben wir hier? Da ist die Fireflower. Wir wollen eigentlich nur ganz schnell an euch vorbei. Bekomme ich die Fireflower auch irgendwo? Oh Gott, hier kommen wir noch niemals vorbei, ohne Schaden zu kriegen. Oder doch so. Cool. Ja, okay. Schnell vorbei. Oh Gott, das ist ja übel hier. Keine Ahnung, wie ich da vorbeikommen soll. Okay, wir müssen da wahrscheinlich noch mal ein bisschen erforschen. Da gibt es bestimmt die Fireflower und dann können wir hier Maximum Kill a Lot machen. So, da gibt es auf jeden Fall schon mal nichts. Da unten hatten wir den Stern. Und da hatten wir den Pilz. Den Pilz will ich auf jeden Fall haben. Der ist nämlich auf jeden Fall eine praktische Erfindung. Weil hier brauchen wir gar nicht gucken, weil wenn da nur Fragezeichen über Fragezeichen sind, dann kann da gar nichts rauskommen. So, da oben haben wir nichts weiter. Hier unten vielleicht. Au! Die Soundeffekte sind halt auch super cool. So, Fireflower. Zeig mal, ob du hier was für mich hast. Aber kann eigentlich auch nicht. Kann eigentlich gar nicht, ne? Nee, Dreck. Na gut, du Goomba, kommst mal her. So. Noch ein bisschen Backtracking. Aber das ist halt auch schon ein weiter Weg, ne? Also den Stern bis da hinten durchzuhalten, halte ich für wenig möglich. Weil es doch echt schon ein weiter Weg ist. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was möglich ist.
Oder kann ich den. Den kann ich doch bestimmt so weit mitnehmen. Der springt aber da unten nicht mehr raus, ne? Oder? Nee. Okay, müssen wir da unten abholen. Und jetzt so schnell es geht, Mario. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Schwimm, Mario, wie du noch nie geschwommen bist. Hoch. Nee, das reicht nie im Leben. Ja, das nie im Leben. Gut, wir müssen irgendwie an diesen 1000 Millionen Goombas vorbeikommen. Wir machen es Stück für Stück. Du tot, du tot, du tot. Ja, so geht's halt, ne? Also wahrscheinlich ist die Lösung anders gedacht. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber das gibt jetzt 1000 Leben. Naja, wie dem auch sei. Also vielleicht habe ich die Lösung nicht richtig gesehen. Wenn sie jemand von euch kennt, gerne in die Kommentare damit. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier abging gerade. So, nächste Runde ist die 6 von 8. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, vielleicht schaffen wir noch einen zweiten Run. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, was die drei Level hier noch machen. Coin. Oh, mehr Coins. Ja, man darf sich nicht von den Münzen ablenken lassen. Pilz nehmen wir. Ja, man darf sich nicht ablenken lassen, sonst stirbt man wahrscheinlich. Mehr Coins, mehr Coins, mehr Coins. Du bist die richtige Röhre? Gut. So, was kommt hier raus? Noch ein Pilz. Er schießt auch Coins. Gut, solange dass die alle hier nur Coins schießen. Wahrscheinlich kommt hier gleich irgendwo eine Trickkanone, die keine Coins schießt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich das Level gebaut hätte, dann wäre irgendwo eine Assi-Kanone dazwischen. Die, keine Ahnung, die irgendwas Abgefahrenes schießt, was alles tötet. Lakitos, was macht ihr? Was werft ihr? Ihr werft Münzen, 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 Münzen. Ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch verrückt. Rein da. Okay. Was auch immer das war. Ein Traum. Ja, ein Traum. Das kann nur ein Traum gewesen sein. So, die 7. 1-3, Remix, athletisch. Was ist denn die 1-3? Das war das mit den Pilzen, ne? Ja. Luigi! Bruder! Bruder! Yoshi! Ein Ei. Ei-Modus. So, gibt's hier was Neues? Ja. Toad, Toad. Super, super cool. Die ganzen Amiibos halt. Gibt's hier einen neuen? Irgendwo hier einen neuen? Ja. Peach hatten wir schon. Boing, boing. Peach hatten wir ja schon. Ja, also haben wir jetzt mal ein paar Amiibos gesehen. Auch gar nicht schlecht eigentlich. Düdüdüdüdü. So, und jetzt kommt dann wahrscheinlich auch schon die 8. Ja, ich denke, nach dem Ding werden wir es soweit gut sein lassen. Heute Abend kommt ja, wie gesagt, der Stream. Feuerfest. Was passiert jetzt? Oh Gott, Lakitos. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Danke für den Pilz. Danke für das Leben. Oh Gott, Lakitos, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hört doch bitte auf mit dem. Mit dem Blödsinn. Leben, Pilz. Da ist eine Tür. Sehr gut. So, und nu? Das ist Bowser-Fight. Okay. Ja, das war's mit dir. Bowserino. Nicht schlecht. So, Level beendet und jetzt müsste eigentlich, genau.
So, mit dem großen Mario auf zu, zu Toad. Ma Mario, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Wer hätte es denn nicht anders erwartet? Gut. Na, 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 na. Hey, Fortsetzung folgt. Das stimmt. Aber ich verabschiede mich noch nicht. Ich möchte euch nur mal kurz zeigen, wie das Ganze hier insgesamt aussieht. Ich gehe mal auf den Speicherbot. Da sieht man jetzt hier erstmal gleich ein paar chaotische Sachen, die ich gebaut habe, die aber alle irrelevant sind. So, von eigenem Level können wir auf Beispiel-Level. Dann haben wir hier oben in der 1 Oberwelt, Wasserfestung, Luftgaleere. Das sind die Kits, die ich schon freigeschaltet habe im Baumeister. Das sind halt immer Beispiel-Level. Da habe ich zum Beispiel das Thema Wasser freigeschaltet und da gab es dann die Wassergegner und das Unterwasser-Auswählding und so. Festung eben Festung, Luftgaleere, da kam Super Mario Bros. 3 dazu. Und da fehlen eben noch 4. Glaube ich zumindest. Und hier unten haben wir dann bei Abwelt 3 sind dann eben die 10 Mario Teile. Das Welt 3, Welt 4 ist das, was wir im ersten Part gemacht haben, also von Welt 3 Röhre nach bis 1, 4 Remix. Und jetzt bei Welt 5 und 6 sind die Sachen von eben, sprießende Goombas bis Feuerfest. Und wenn man hier mal guckt, 7, 8 ist 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, ja 5. Fünfmal müssen wir das Ganze noch machen, wenn es denn nach meiner Logik so funktioniert. Und dann gibt es hier unten eben die Welt 17. Das sind, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig gesehen habe, sind da dann diese World Championship Level, die man zum Beispiel auch auf der E3 ausführlich sehen konnte, die man dann bei mir auch sehen kann. Vielleicht im Stream, ich weiß es nicht genau, was wir im Stream genau machen. Aber ja, ich zeige euch nochmal ein bisschen mehr. Mal auf Level bauen gehen. Dann habe ich hier jetzt schon ein bisschen mehr. Als Spiele habe ich zum Beispiel Super Mario Bros. Gab es von Anfang an. Genauso wie New Super Mario Bros. U. Gab es ja auch von Anfang an. Und ich habe eben gerade vorhin freigeschaltet Super Mario Bros. 3. Und da gibt es dann eben jetzt hier: Wir haben Overworld, wir haben Unterwelt, also Underground. Unter Wasser haben wir freigeschaltet. Die Luftgaleere, die es ja in Super Mario Bros. 3 gab. Und wenn wir dann hier so Zeug zusammenbauen, dann baut er hier eben automatisch so Luftschiffe draus. Ist eigentlich ganz interessant. Oder auch hier diese Brücken, das kennt man ja alles. Das gab's ja. Das gab's ja alles. Wenn wir das Ganze aber jetzt umschalten auf zum Beispiel Super Mario Bros., dann sind diese ganzen Sprites hier, die sind neu angelegt in 8-Bit. Was eigentlich ganz interessant, ganz schön ist. Auch der Soundtrack wurde zum Beispiel neu komponiert. Und da hätten wir dann zum Beispiel eben auch so Gegner wie hier diese. Nein, das war nicht richtig. Wie hier diese auftauchenden, Schraubenschlüssel werfenden Bros. Die gab es ja so in Super Mario Bros. 1 nicht. Da gibt es jetzt hier neue Sprites, ne? Mal zurück in den Baumodus. Nur Super Mario Bros. U weiß ich nicht, ob es die da gab, aber auf jeden Fall gibt es sie jetzt. Wenn man hier mal guckt. Die gibt es dann eben jetzt hier. Ja, und wenn wir die so weit schütteln, dann kommen die Monty Malls bei raus. Die gibt es eigentlich nur in Super Mario World. Oder in den Mario Kart Games. Keine Ahnung, ob es in Super Mario Bros. U gibt. Aber da gibt es dann eben auch hier neue Sprites, ne? Gleiches mit Bowser, aber den habe ich halt noch nicht freigeschaltet. Also man sieht hier in der Palette schon 1 bis 4, da habe ich schon Sachen freigeschaltet, aber eben 5 und unten die Krone, da fehlt noch was. Ich weiß nicht, ob unten die Krone, was das genau ist, ob das dann die Amiibos sind oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich hier schon ein paar Sachen freigeschaltet, wie jetzt hier auch den Timer oder ich kann Scrolling-Level machen. Das kam alles heute erst dazu. Das konnte ich bis vorhin gar nicht machen. Und so kommt halt Stück für Stück Sachen dazu. Da gibt es neun Upgrades, die einem die Sachen neu freischalten. Und ja, da werde ich heute Abend im Stream wahrscheinlich mehr dazu zeigen, wie das funktioniert. Und ja, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute, beziehungsweise wir sterben erstmal in unserem selbstgebauten Dingens. Das möchte ich gerne nochmal machen. Und ihn dann
Das geht. Ja, ich muss das mit dem Stick machen. Ja, wir machen das jetzt nochmal. Ach, Kerle, Mensch. Lauf, Mario. Spring, Mario. So. Ja, und hier, das schwebt auch so hoch und runter. Das gibt es auch nur in dem Luftschiff-Theme. Es ist schon echt eine interessante Sache. Ja, ich verabschiede mich für diesen Part. Schaut doch heute Abend vorbei. Wie gesagt, Ankündigungen kommen noch über Twitter und auch per Video. Auch auf, ja, auf Facebook auch. Und wir sehen uns dann und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Level gebaut habt, die ich unbedingt mal spielen soll, dann lasst mir den Levelcode da. Und ja, heute Abend im Stream werden wir auf jeden Fall ein Level bauen. Und wenn ihr einschaltet, dann werden eure Ideen natürlich auch berücksichtigt. Wenn ihr da super Ideen habt, auf die ich nicht komme oder so, immer gerne vorbeikommen und mitreden. Und das wird super, das wird spaßig. Schaut vorbei, wir sehen uns. Euer Mossi. Ciao.